In unserer natürlichen Männersache-Serie bieten wir Ihnen ein Rasierwasser oder auch Gesichtswasser an. Nach der Rasur, wenn Sie Ihre Haut klären wollen, denn natürlich hat die Rasur ist ein Stressfaktor für Ihre Haut, nehmen Sie einfach ein paar Tropfen des Rasierwassers, verteilen es auf Ihren Händen, so wie Sie es kennen, und klären damit Ihr Gesicht. Sollten Sie es als Gesichtswasser nach der Reinigung verwenden, dann ein paar Tropfen auf das Wattepad und damit Ihr Gesicht klären. Denn das ist ganz essentiell wichtig, denn in unserem Leitungswasser sind so manche Stoffe drin, die Ihre Haut nicht möchte und die wir auch nicht auf ihr belassen wollen. Das Gesichtswasser, Rasierwasser, hat viele schöne Wirkstoffe in sich. Zum Beispiel die Zitronenmelisse. Zitronenmelisse wirkt antimikrobiell und das ist besonders günstig für Sie, denn manchmal hat man die eine oder kleine Schnittverletzung bei der Rasur und so können Sie hier halt gleich positiv Einfluss nehmen. Auch für die Händedesinfektion zum Beispiel, wenn Sie länger unterwegs sind und möchten sich zwischendrin die Hände erfrischen bzw. auch desinfizieren, einfach in der Handtasche oder im Auto, aber nicht bei sommerlichen Temperaturen, bei sich haben und dann die Hände damit einreiben.